Vielleicht sollten wir einfach woanders hinfahren, wo uns das nicht passiert. Das ist meine Idee. Aber das können wir jetzt erst skippen, oder? Ich habe auf Escape geklickt. Auch. So, jetzt, man kann ja am Anfang bevor wir jetzt irgendwas machen, werde ich jetzt kurz noch einen Super Save machen. Ja, das wäre gut. Gut. Gut, die Texte kann ich jetzt auch durchklicken. Ja, ja, das kennen wir jetzt ja alles schon. So, jetzt mal gucken, wo bin ich denn? Ach, immer noch da hinten. Da sollte ich mich aber auch noch da oben, wo ich war, zurückziehen. Und runterfeuern. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, die... Genau, die Assassinen wollten sich ja eh zu dir sonst, wenn du woanders hochgehst. Direkt ja. Oh, diesmal hat Sirichi ja. Den Höllenburrito. Hat uns Schlimmeres bei mir. Wenn du Warhammer Slayer suchst, findest du wahrscheinlich mehr, Belly. Schade, dass man sie da oben nicht anzünden kann. Kommt sicherlich auch noch irgendwann. Stimme Beobachter kommt wieder hoch. Und läuft weg. Mhm. Besser weglaufen als schießen. Ich kann nicht weit zurück teleportieren, dass ich eine Erhöhung hätte. Ja, aktuell schieß auf die Phantome. Du kannst ja auch ein bisschen in die Richtung laufen. Oder Damage machen. Ja, die Phantome müssen weg. Weil das sind die richtigen DD-Klassen, die da gerade rumwandern. Genau, lauf ins Feuer, das ist eine gute Idee. Ich glaube, jetzt werde ich gleich wieder sterben. Ja, schauen wir mal. Ist das noch? Jetzt stehst du ja nicht da oben, bist du weniger gefährlich erstmal eingestuft. Aber ich bin das leichteste Ziel. Garas steht da ja auch noch rum, also schauen wir mal. Oh, danke für die Beschleunigung. Ja, hat noch ein AP übrig, warum nicht? Naja, es kommt gleich wieder alles dahin. Aber die machen nicht ganz so viel Schaden wie die Phantome. Ja, mal gucken, was die gleich machen. Oder war nicht? Ne, komm jetzt. Kommt jetzt. Komm, geht's mal in eure Richtung. Hallo! Hurra. Der hat ja aber auch nicht gerade wenig abgezogen. Nö. Nee. Top Idee da auf das Ölfass. Ach, der schießt auf die da oben. Ja, das ist natürlich eine exzellente, sehr hilfreiche Sache. Oh, hier auf uns beide. Das ist Problem. Das ist richtig blöd. Aber ihr habt noch euren Ding hier, Helfer. Und Jollum hätte auch noch einen Helfer und noch Totems, soweit ich weiß. Totems hat Biermod Tyranna. Genau, also ich habe nur die aufgeblähte Leiche, aber die explodiert ja, deswegen bin ich mit der so ein bisschen vorsichtig. Ja. Und du brauchst eine Leiche in der Nähe. Und ich brauche eine Leiche in der Nähe, genau. Ganz einfache Lösung, da sind zwei Phantome, eins umbringen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Mücken einsetzen. Mücken sind eine gute Sache. Okay, die haben aber beide keinen Magieschutz mehr, richtig. Das ist schon mal gut.
Das ist für euch zwei, ist das richtig gut, oder? Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte noch irgendwelche Sachen, die für dich dran waren. Ich habe auch eins davon. Nennt sich Supernova. Ja, oh, das ist, glaube ich, gut. Jo, das ist sehr gut. Sowas kann ich immer so selten einsetzen, weil ich in der Regel nicht bis auf 5 Meter an den Gegnern dran bin. Aber wenn, ist gut. Aber wenn zwei Schurken mit mir stehen... Diesmal kriegt solche auch den Bonus. Du! Rache, First Aid verwendet. Rache, genau. Ja. Ach, die Tussi da oben ist Dallas? Ja. Die das Schiff versklavt hat? Ja. Ja. Und die Ringe ersonnen hat. Oder zumindest in der Form, in der wir sie kennen. Die Ringe? Die Halsketten. Achso. nicht der eine, sondern die andere. Die sind vermutlich schon von einem gewissen anderen Typen ersonnen worden, aber sie hat es in der aktuellen Form da. Also sie hat es weiterentwickelt. Ja. Aber auch bloß mit Hilfe einer inzwischen Versklavten auf der Freund. Was die Spiele. Ach, das Band muss ich noch unbedingt machen. Das Band. Nein, Geband wurde entfernt. Ja, die nein, von das, einem. Das Gebände bleibt. Da. Ja, ist sofort wieder da. Okay, hallo Phantome. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine Frage. Kannst du das Totem oben drauf stellen? Wer die Reichweite hat, ja. Ja, ich meine auch schon allein wegen dem Beobachter, dass du da oben auch was hast. Das bringt jetzt nur nicht viel, weil da kein Element ist, ne? Ach so, ja, stimmt. Da hat es halt keinen Elementschaden. Ja, macht physischen Schaden, aber das bringt mir gerade nichts, physischer Schaden hier unten. Also ist nicht so sinnvoll. Mach die Augen zu, Ossel tanzt. Das will keiner sehen. Das am Karfreitag. Hust. Vergiftet ist schon mal gut. Ist auch gut. Was hat der denn? Ich muss gerade mal gucken, was hier alles steht. Der hat. Vier Viecher. Ne, drei. Und der nur drei momentan. Der vierte wird aber vermutlich nach oben kommen, der Waffenmönch. Ja. Der hat. Dingrüstung. Der nicht. Zap. Der hat keine physische Rüstung, der kriegt jetzt erstmal. Verkrüppelt. I need more time. Ja. Aua. Was ist denn jetzt passiert? Meine Bombe ist hochgegangen. Achso. Das gewesen sein, die Folge Verwünschung, die auch bei dir nächste Runde hochgeht. Ja. Ich habe Gott sei Dank noch 300 Leben. Wie viel hat es die abgezogen? Nicht. Keine Ahnung. Irgendwelche Rüstung. Die magische Rüstung erstmal. Die physische Rüstung. Der hat physische Rüstung. Der hat keine physische Rüstung. Und im Feuer. Einmal gut durch. Schönes Brathähnchen jetzt. Erstmal grillen, ja. So, wische ich bloß jeweils ein. Es ist nicht gut, dass der sich durch die Gegend bewegt hat. Warum Spaghetti? Was? Ich will auch Spaghetti. In der leeren Hülle. Auch mit Spaghetti, da kann man doch auch andere Füllungen machen. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Far Cry 5 holen soll oder nicht. Ich muss erstmal noch den dritten spielen. Den gibt's zurzeit günstiger, 3 und 4. Ja, auch bei Ubisoft. 3 habe ich schon. Also.
Aber Far Cry 4 gibt es jetzt für 12 Euro im Ubisoft Spring Sale. Terrarian, ja, wir spielen auch normal. So. Wir sind nicht ganz so hardcore. Hatte ich nicht noch einen? Ah ja, schockieren kann ich sie auch, glaube ich. Oder nur einen. Ja, immerhin. Und vor allem schwerer als normal ist für den Stream, glaube ich, auch nicht ganz so spannend, weil man ständig wieder laden muss und alles. Nee, also Far Cry 3 fand ich den besten Teil der Serie. Außer den ersten. Aber das ist was anderes. Das war auch noch von Crytek. Den zweiten Teil habe ich auch noch schlecht gefunden und den vierten Teil fand ich langweilig. Der dritte Teil hatte wenigstens einen Bösewicht mit Charakter. Der zweite Teil war für mich so, oh cool, du kannst dich in dieser freien Welt bewegen und tun und lassen, was du willst. Das war so das erste Mal. Neu, überleg. Ja, ja. Und dann hat es mich immer genervt, dass die ganzen Camps, die man mühsam freigekämpft hat, dann jedes Mal wieder befüllt wurden mit Leuten. Das hast du im dritten Teil zum Beispiel gar nicht. Also wenn du ein Camp befreit, ist befreit. Aber deswegen hat der zweite dann irgendwann nicht mehr weitergespielt. Das weiß ich noch. Beim dritten weiß ich gar nicht, warum ich irgendwann aufgehört hatte. Da machst du einfach das Verwesen weg, ja? Ja, natürlich mach ich Verwesen weg. Und bei Jürfa hast du es vorhin nicht gemacht. Da war der Zauber nicht frei. Das ist doch nicht schlimm. Du bist doch gar nicht verwesen, oder? Oder hast du gerade? Ich hab's weggemacht bei mir, weil die Rüstung mal mitgezogen habe. Ja, nun musste ich glaube ich mal ein bisschen. Ah ja, das steht das Totem. Oh, ein Phantom hinüber und da ist bei die Explosion hochgegangen. Ich muss gerade gucken, wo die ganzen Gegner stehen, weil ich sehe die so schlecht. Da ist einer. Also das Huhn ist, glaube ich, zwischen uns irgendwo. Zur Not drück O, das hilft beim Finden. Ja, im Feuer ist aber die jetzt auch nicht so viel besser zu sehen. Ja. Achso, nee. Ach, die haben alle noch Dingrüstung, dann muss ich zaubern irgendwie, aber kann ich so jetzt mal nicht. Doch, hier. Der da. Defend me or die. Ach, zu weit weg. Das ist gut. Dachte ich mir auch. Komm, ein Punkt nur noch. Runde beenden. Ja, Blood Dragon war stand außer Konkurrenz. Blood Dragon war einfach, ist einfach der Oberhammer. Was macht der? Ach, da hinter mir steht auch noch was? Ja, ja. Ja, das ist schon eine ganze Weile da. Ist ja extra hochgekommen. Nur für dich. So, kannst du das irgendwie beseitigen, das Phantom? Achso. Oder heilst du erstmal? Ich würde dich sonst erstmal heilen, aber ich. Was Phantom macht, halt deutlich mehr Schaden, als du heilen kannst, ne? Okay. Deswegen. 153. Das müsste auch das Phantom sein, was mit mir Oder ist das schon tot? Eins hatte ich mit mir verbunden. Eins ist hinüber. Okay, dann war das vielleicht das, was mit mir verbunden war. Ja. Irgendwas Tolles. Es kommt direkt nach dir wieder dran. Du musst nur knapp 140 Schaden machen. Ja, ja. Die Rest erledigt die Vergiftung. Achso. Damit mache ich 60. 60, das ist zu viel. Das war dieser Feuerburrito. Und was war Fleisch und Fleisch? Ach komm. Was passiert, wenn ich Konstitution verliere? Wegen der Hitpoints. Ja.
Schockiert, okay. Wenn du jetzt noch einen Blitzzauber hast, dann ist es ausgeschnuckt. Aber ich habe eine Blitzgranate, aber das ist... Zwei, sonst bin ich noch nicht. Ich hatte doch einen Plan. Ich hatte einen Plan. Genau. Ne, ich krieg's, das krieg ich nicht hin. Wasserschaden kann ich noch machen. Also wenn ich im Moment im hier im Geschehen gucke, habe ich 20% mehr GPU-Auslastung, als wenn ich da am Schiff gucke. Ist immerhin eingefroren. Wer kriegt den nicht? Stört das am wenigsten. Mein Feuer. Achso. Und jetzt kannst du nach oben klettern zum anderen da hoch. Au. Das Ossel hat ein Pitbull-Shirt. Ich habe den Pitbull zu Hause. Und du bist dran. Ah, das ist jetzt die große Frage. Was mache ich jetzt? Kann ich nicht mehr zaubern. Bevor ich jetzt umfalle, dann... Also der Pitbull-Ossel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das Gerät am Arm. Genau. Und der Fallout Boy ist der kleine Junge. Hm. Das heißt, es ist schon ein Unterschied. Get over here and stop these idiots before we all die. Ja, ja. Ach, dieses Ding macht jetzt aber keinen Schaden. Ja, ja. Der andere hat aussetzen müssen. Ja, oh, okay. Jetzt hat er keine physische Rüstung mehr. Klebt dir was an den Nacken und beißt immer wieder zu. Ich bin am überlegen, vielleicht von Schild und Einhandwaffe zu einer Zweihandwaffe zu wechseln. Ach, jetzt dass du mehr durchrasieren kannst, oder wie? Ja, so ein bisschen. Was? Zwerge rasieren? Achso, ich bin dran. Ja, andere. Steht jetzt hier noch was in der... Ist nur noch oder ihren Rücken, je nachdem. Halt mehr Wumms in die Schläge reinkriegen. Dann ist zum Beispiel der Schildwurf nicht mehr drin. Wir haben ja gar keinen mehr stehen, wie im Bot, ne? Ja, der stille Beobachter da. Der ist jetzt da unten neben dem Totem. Ha, alles klar. Aber egal, jetzt kommt ihr erstmal ein bisschen. Biermod hat ein bisschen teleportiert den Ärmsten. Ja, ja. Das macht ja weniger Schaden erstmal. Welche Feuerkuh? Achso, nee, die da, du meinst das hier? Nee, das ist vom Behemoth, das ist der Inbegriff des Champions, den hat Behemoth beschworen. Ja. Der hilft uns. Das ist das Vieh, was früher vielleicht maximal Kniehöhe erreicht hat. Ja, dieser kleine Gnome früher, ja. Doch, hat funktioniert, okay. Mach mich ja noch ganz panisch. Ja, dann mache ich ihn. Ich komme nicht ran. Du kannst ja noch nur ein paar Schritte gehen und deinen Angriff fürs nächste Mal aufhalten oder für die nächste Runde. Dann kriegst du ja, da werden ja die Angriffspunkte nicht abgezogen, sondern die bleiben ja, dann kannst du mehr machen. Das stimmt. Ach, den gibt's ja auch noch da hinten.
Wir haben es geschafft. Level up. Ja, wir sind durch. Was? Schon? With the help of the half demon malady. Flucht mit Meeresblick. The Godwoken escaped through the veil that separates life from death. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für die Folge zu beenden. Was? War noch erst 20 Minuten. Achso, ich mach länger, okay. 30 dachte ich. Ja, also, die Tiere sind schon bei 30 Minuten bei dir getrimmt. Ja. Hier passiert doch immer so viel. Oder so wenig, je nachdem. The smell grows stronger. It closes in around you, creeping into your nostrils, through your lips. Then suddenly vanishes. Now you smell only the faint scent of wood and a cold metallic tang, as yet unfamiliar. Wartet ihr noch? War noch im Gespräch. Jürgen war mit wichtigen Sachen beschäftigt, ja. Mhm. Ich lasse den die Texte immer gerne dann noch zu Ende erzählen. Must be a way across. Oh, Magic. Mhm. Leap of Fate. Are they dead? How can this be? Kann man sich da jetzt einen aussuchen? Er soll vielleicht deinen Gott nehmen. Das ist mein Gott. Das welcher Gott ist denn mein Elfen? Gott? Der Elf. Der Echsen. Also Tyr Candelius ist der von Gott der Elfen, genau. Gott der Zwerge, Gott der Orks. Gibt ja auch Zauberer, Gott der Mensch, ganz rechts Zauberer. Ist Gott der Menschen. Gott der Elfen, der Echsen. Amadio, wo wir die Statue gesehen haben. Amadio ist Zauberer, ja. Ich mal mit dir. Harry! Was soll ich jetzt machen? Ah ja. Muss man mit denen irgendwas tun? Sie einmal mit dem Zauber versehen. Segen. Mit Segen. Darum ist da Quellenmagie da unten. Ja, dann muss ich das erstmal lernen. Habe ich das nicht drin? As he regains consciousness, Tyr Sendelius frees an arm from the tendrils that bind him. He clutches at the coils, but cannot rend them apart. Curse these snakes! Curse these binds! The others too? Am I the first to wake? It doesn't matter. There is no time. You must leave this place. It's too dangerous. One doesn't have to see the void to feel it lurking. Everywhere. It is here, the cosmic spider ever weaving its webs. The void is coming for us gods, coming to drink us dry of our powers. We stand no chance, not here. Yes, I, the god who created you, tremble. Soon the seven will be nothing but morsels in the maws of the void. Unless you do as I bid you, do what I blessed you for. You have already set loose some of the powers locked within you, but there is a great well of possibility as yet untapped. You cannot stop until you ascend to the highest heights of your power.
You cannot stop until you become divine. Like Lucian, you will be called to unite the powers of the Seven against the Void. Like Lucian, you will lead our proud people to preeminence. But unlike Lucian, your weakness will not lead you to foolish failure. Warum haben die Frauen hier eigentlich alle so riesen Brüste? Tja, ready wer weiß. Unite the powers of the Seven. Now hurry, get out of here before. Hush. Jetzt hier. Liegt bestimmt hier the an den Run. Gegebenheiten auf dem Planeten. Die geringere Gravitation? Zum Beispiel. Oh, oder den Verkaufszahlen, sagt Ossel. Genau. Level up. Attribute. Oh, wir haben ein Ausrufezeichen. The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defiled, strung up as a warning. If the void truly is causing all of this, then it seems to be growing more powerful. We have to get out of here and find answers. I always thought the void was pure destruction and nothingness. But the gods, they looked like they were being punished. Seeing the gods like that, this is an ill omen. I sense doom on the horizon. Yep, genau, Jolve. Das zieht großes Unheil auf. The void must draw its power from somewhere. And if it can gain it, then it can lose it. We might still stand a chance if we try. So, jetzt leveln. Ja, nochmal versuchen. Definitiv etwas mehr Gedächtnis. Was war nochmal meine... Shit. Konstitution oder Intelligenz? Was war das Wichtigere? Konstitution, oder? Musst du gucken. Konstitution ist Leben, Intelligenz ist wie viel Magieschaden du machst. Ich hab noch einen Punkt. Gedächtnis ist halt wie viele Zauber du lernen kannst. Ja, das ist klar, genau. Ach komm, hau mal da noch einer rein. Nicht noch irgendwelche Bücher oder so zum Lesen? Ist so, das ist bei solchem Gepäck. Was suchst du denn schon wieder bei mir im Gepäck? Nein, deine Tasche wird mir genialerweise oben angezeigt. Ach so. Da wo ich meine sein müsste. Ich wollte da den Aushöhler aus den Waren rausnehmen. Den Aushöhler? Das ist blau umrandet, so ein grünliches Teil. Ah. Hydrosoph? Nee. Ich bleib bei Pyrokinet und gebe da noch eins dazu. Ich habe Nigromant nochmal hochgemacht. Das gefällt mir gerade richtig gut, die Fähigkeiten von denen. Was ist das hier? Spontane Verbrennung. Schade, dass die zwei Quellmagie-Punkte brauchen. Und zwei Gedächtnisplätze. Das sind so schöne Sachen. Ja, ja. Weil sie so schön sind, sind sie so teuer. Hat die nicht irgendwelche Pyrokinet-Bücher? Oder habe ich die schon alle... Ich glaube, die habe ich schon gelesen. So, China, jetzt wäre ein guter Moment, die Folge zu beenden. Okay, dann machen wir hier einen Cut. Ui.